Ja, hallo allerseits, herzlich willkommen zu einer Sequenz, in der ich Schwingungsgleichungen, eine Prüfung, ja, ein bisschen kommentieren möchte. Also es geht nur darum, nicht jetzt ganze Lösungen zu präsentieren, sondern einfach die Ansätze ein bisschen auszuarbeiten. Also ja, eine Aufgabe 1, gedämpfte Schwingung, Masse M hier. Das ist der M mal A, oder? Y, Punkt, Punkt, das ist die Beschleunigung. Und dann haben wir auf der anderen Seite, dass diese Bewegung nach Newton hier, dass die gehemmt wird durch die rücktreibende Federkraft, Federkonstante K, und durch eine Stokes'sche Reibung, die also proportional zur Geschwindigkeit ist, mit Reibungskoeffizienten Alpha. Gegeben ist da der Ansatz, also man soll eine E-Funktion nehmen. Jetzt vielleicht wissen Sie bereits, dass E hoch I Omega T, dass das eine Schwingung eigentlich ausführt, plus I Sin Omega T, das kann so geschrieben werden. Das heißt, es wird dann automatisch dort etwas Imaginäres rauskommen, wenn es schwingt. Also, man soll hier diesen Ansatz nehmen und jetzt den ausarbeiten. Also ist eigentlich gesagt, dass man das dann daraus, dass da hier folgen muss, wenn man den Ansatz nimmt. Jetzt macht man einfach Folgendes, dass man diesen Ansatz Y von T, dass man den zweimal ableitet und dann einfach in die Gleichung einsetzt und dann nach Omega auflöst. Also ganz kurz aufgegleist, Y-Punkt, das wäre die erste Ableitung. Da kriegen Sie eine innere Ableitung Omega vom E, von der E-Funktion, und multiplikative Konstante bleibt stehen. Das heißt, die erste Ableitung ist so und die zweite Ableitung kommt wiederum diese innere Ableitung zum Vorschein und dann sieht das so aus. Gut, dann eingesetzt und jetzt sieht man schon, das wird etwas im Quadrat geben hier. Dann kommt ein Omega vor von hier und dann kommt die Funktion selber noch vor da. Das heißt, man wird dann überall dieses A haben, das sich sowieso dann ja, kürzen lässt. Das heißt, ich werde irgendwie sowas kriegen, Omega Quadrat und dann werde ich minus K haben von diesem Term da und dann noch minus a Omega, irgendwie so wird das ausschauen. Voilà. Muss man vielleicht noch wissen, dass dieses Beta, also das hier im Text auch gegeben, das ist Alpha durch 2m und Omega 0 ist diese sogenannte Eigenfrequenz, die Sie vielleicht aus der ungedämpften Schwingung bereits kennen, das Wurzel k durch m. Also eingesetzt und dann gelöst nach Omega folgt dann das da hier. Jetzt, oder das Omega, das findet man ja hier in dieser Lösung. Und wann gibt es eine Schwingung? Ja, wenn ein I auftaucht, also wenn ich eben dann eine E hoch I Omega T-Funktion habe, so dass ich dann eben Sinus und Cosinus im imaginären Fall habe. Das heißt also, wenn dieser Ausdruck hier unter der Wurzel negativ ist, dann kommt dieses I raus, oder? Also wenn Beta Quadrat minus Omega 0 Quadrat kleiner als 0 ist, dann kann ich das schreiben als, ich kann das dann umdrehen, oder? Dann ist das da hier größer als 0. Ja, wenn ich den Vorzeichenwechsel mache. Und dann habe ich dafür ein I aus der Wurzel. Der vordere Teil hier, das minus Beta, das kommt ja hier oben vor, oder? Das macht eine Summe im Exponenten von E. Der ist dann für die Dämpfung zuständig. Also wenn man das dann aufschreibt, dieses Omega, oder, dann sieht das dann so aus. Plus minus I Omega 0 Quadrat minus Beta Quadrat. Das heißt dann, hier finde ich diese gedämpfte Frequenz, kann ich da ablesen. Und hier, dieser Anteil hier, der ist eigentlich dafür verantwortlich, dass dann diese Amplitude da mit der Zeit exponentiell abnimmt. Also wenn ich es noch mit einem A schreibe, dann habe ich hier den Teil, T kommt auch hin, oder? Den
Ja, das habe ich vergessen. Dann habe ich diesen Teil hier, der verantwortlich ist für die Amplitude, wenn ich so möchte, und dieser Teil hier, der verantwortlich ist für die Schwingung. So, voilà. Gut, also das zu Aufgabe 1. Aufgabe 2. Hooke'sche Feder, konstante K, Stokes-Hermann-Gleichheit, selbe Situation wie vorhin. Und jetzt soll man einfach mal schauen, dass ein Sinus mit dieser Amplitude da, die wir ja hier schon gesehen haben, dass die auch diese Schwingungsgleichung erfüllt. Also einfach dasselbe eigentlich nochmal verifizieren. Da muss man einfach die Ableitung von Sinus nehmen, also von Sinus Omega T plus Phi. Ableitung äußeres Cosinus. Und von innen wird eine innere Ableitung Omega noch hinzukommen. Oder wenn ich das ableite, plus Phi fällt weg und Omega T abgeleitet gibt Omega. Gut, Cosinus abgeleitet ist minus Sinus. Das heißt, ich werde dann nochmal diese innere Ableitung kriegen. Also so. Voilà. Und bestimme den zugehörigen Wert von Omega. Das ist eigentlich noch einmal dieselbe Aufgabe. Es geht mir hier einfach darum, dass man hier den Zusammenhang noch einmal sieht. E-Funktion mit dem Hoch I und der Schwingung. Aufgabe 3, nochmal eine Schwingung. Diesmal in einem LCR-Kreis. Das heißt, man L ist Induktivität, eine Spule. R ein Widerstand und C ein Kapazität eines Kondensators, wenn Sie so möchten. Das kann gedämpft schwingen. Also die beiden hier ohne Widerstand würden eine ungedämpfte Schwingung ausführen. Das sieht man bereits, oder wenn ich den Widerstand R weglasse, da, und der ist weg, dann sieht man, oder dann habe ich wieder zweite Ableitung, gleich Funktion selber. Das wird natürlich durch einen Sinus oder durch ein E hoch I erfüllt. Also das, die Idee einer Antenne, wenn man eine, zum Beispiel eine elektromagnetische Welle erzeugen könnte. Gut, Vergleiche mit dem mechanischen Fall, da geht es einfach darum, dass man hier die Parallelen zieht, oder dass man da schön sieht, okay, ah, das L, das entspricht vermutlich der Masse, oder weil sieht man es schöner hier oben da. M kommt ja bei der zweiten Ableitung vor. So, L entspricht hier der Masse, oder? Das R ist natürlich der Widerstand, also die Reibung, die Stokesche Reibung, habe ich hier mit A. Und dann habe ich da noch die Federkonstante, die durch den Kondensator repräsentiert wird. Also das ist eine schöne Analogie, das sieht man eben bereits, dass das auf eine Schwingung hinausläuft. Gut, dann gibt es einfach ein paar Fragen dazu. Mit welcher Frequenz würde das schwingen? Das ist eigentlich wieder dieselbe Aufgabe, einfach diesmal in einem anderen Kontext. Und dann macht man das also einmal ungedämpft und einmal gedämpft. B ist ungedämpft. Nehmen wir an, der Kondensator sei geladen. Und wie sieht das denn aus, wenn keine Dämpfung vorhanden ist? Und dann bei C, wie sieht es aus, wenn Dämpfung vorhanden ist? Gut, also das zu dem. Dann bei 4, da war noch einmal eine quasi Lösung einer inhomogenen Differentialgleichung gefragt, also zuerst einmal zeigen, dass da für den Strom diese Gleichung hier folgt. Kann man natürlich mit dem Uri-Gesetz arbeiten für den Widerstand sicher da, Widerstand-Uri-Gesetz. Und für die Spule, dort muss man vielleicht wissen, dass diese also UL die Spannung in der Spule ist davon abhängig, wie der Strom ändert. Oder? Weil wenn der Strom zeitlich ändert, dann wird ja ein Magnetfeld aufgebaut, das dem Strom entgegengerichtet ist.
Und zwar mit dieser Konstanten, also proportional oder zur Änderung, nämlich mit dieser Induktivität L. Also man hat dann eigentlich da dieses UL direkt. Ich weiß nicht, dass doch das hier noch gegeben in der Aufgabe, sehe ich gerade. Also kann man ablesen, kann man dort einsetzen. Das URI ist ja wohl bekannt und dann muss man einfach noch I Punkt auflösen. Kleine Rechnung. Gut, dann die homogene Gleichung lösen. Das ist ein Typ I Punkt gleich I, also das wird durch eine E-Funktion gelöst werden. Kann man diesen Ansatz nehmen oder man kann mit Separation der Variablen, also könnte das I ausschreiben. Das I Punkt bedeutet ja DI nach DT. Und dann eine Trennung der Variablen machen, also mal i und jetzt nimmt man die i's auf die eine Seite, hier würde man nach i integrieren, also mit d multipliziert und auf der anderen Seite integriert man minus r durch l nach t und dann kommt man fast direkt auf diese Lösung da. Und muss man vielleicht noch wissen, dass Integral von einem Kehrwert, das ist ein Spezialfall, es wird eine Lnx geben. Und dann die Integrationskonstante nicht vergessen. Dann kommen wir noch zur partikulären Lösung. Hier müssen wir also, beziehungsweise hier zur Anfangsbedingung Ino, brauchen wir die partikuläre Lösung, die müssen wir rasch ausrechnen. Also, wir haben als Ansatz I0 jetzt von T mal E hoch minus R über L T vom homogenen Teil, wenn ich das ableite, ist nur ganz rasch gemacht, dann komme ich in Punkt über L T plus erstes stehen lassen, mal zweites ableiten, gibt einen Faktor minus R über L T und das müsste ich dann gleich dem da hier setzen, also gleich minus r über l i0 e hoch minus r über l t. Nicht ein bisschen weit draußen, ups, über Mitte. Das heißt also, wenn ich hier die beiden eben sich auf, mir fehlt noch was, ah, da ist es. Das U0 über L. Ich habe bei der homogenen geschaut. Ich muss natürlich bei der eben homogenen gucken. Also eingesetzt gibt das da hier. Das heißt also daraus folgt I0 Punkt ist, und ich nehme das gerade auf die andere Seite, das heißt ich multipliziere mit dem Kehrwert. Dann habe ich U0 über L mal E hoch RLT. Das heißt, integrieren, I0, also integral genommen. Jetzt von der inneren Ableitung kriege ich ja das da. Das heißt, das durch L kriege ich. Dann habe ich das R, was ich nicht will. Das heißt, ich muss hier U0 über R setzen für die Stammfunktion. Plus C kann ich mir schenken, weil ich suche ja nur eine partikuläre Lösung, kann ich C gleich 0 nehmen. Damit hätte ich dieses I0 und das in den Ansatz eingesetzt für die partikuläre Lösung, das einsetze, das da hier einsetzen für I0 und dann kommt noch der Teil da, LT, das heißt ich habe also U0 über R als partikuläre Lösung, I-Part. Also, das heißt, die allgemeine Lösung, das ist die partikuläre Lösung, plus diese Lösung da der homogenen, also plus I0 E hoch minus R über L T. Und jetzt war ja die Bedingung, dass I0 0 sein soll hier. Also I0 soll 0 sein. Das bedeutet also, dass dieser Ausdruck hier 0 sein soll. Plus I0. Und jetzt, wenn ich da 0 einsetze für t, dann wird das 1. So.
Okay, also das sieht so aus. Das heißt, es bedeutet I0 muss also sein minus U0 über R. Damit habe ich diese Lösung für die Anfangsbedingung I0 gleich 0, nämlich ist das I von T ist die partikuläre Lösung, die war U0 durch R. U0 durch R plus dann dieser inhomogene Teil, der jetzt aber minus ist, oder? Mit dem I0, dieser homogene Teil, pardon, das I0 ist ja minus, also kommt dann minus das I0 mal E hoch minus R über L T. Und ein bisschen schicker geschrieben, könnte man hier das, würde man vielleicht sogar in die Praxis auch machen, was man da sieht. Ich beginne da. Ja, für 0 habe ich den Wert 0, oder? Dann gibt es Klammer 0 und dann wird das langsam größer, weil das e hoch minus kleiner wird und wird das gegen diesen Wert da zustreben. Also warte ich irgendwie so. Hier habe ich U0 über R als Grenze. So, Funktion für den Strom in Abhängigkeit der Zeit. Voilà, das kurz zu dieser Prüfung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.